Junkenstein laughed as his minions arose. For tonight was the night of Junkenstein's revenge. Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Overwatch. Dieses Mal spielen wir das Event Junkenstein's Revenge. Ich wollte eben den Endless-Mode euch zeigen. Das ging allerdings nicht, weil meine Mitspieler irgendwie nicht wollten. Da gibt es nämlich ein paar Änderungen. Man kann 4 neue Helden spielen. Torbjörn, Zenyatta, Genji und Widow. Genau. Und ist jetzt aber das Standard Junkenstein's Revenge. Das wurde dieses Jahr gar nicht geändert im Vergleich zum letzten Jahr. Es war wahrscheinlich so, never change a winning team oder a winning game. Von daher, es ist ja auch okay. Es ist ja ein cooles Event, Junkensteins Revenge. Hat mir sehr gut gefallen letztes Mal, da habe ich aber nicht so viel gespielt, wie ich hätte können. Und ich habe mir dieses Mal auch ein paar Lootboxen gegönnt, tatsächlich. Habe aber noch nicht die coolsten Skins rausgeholt. Ich möchte gerne den Torbjörn-Skin noch haben, auf jeden Fall. Und ich möchte gerne auch noch den Symmetra Legendary-Skin. Ich habe den Ana-Skin bekommen. Und ja. Das sind eigentlich so die Skins, die ich habe. Aus dem Event. Dann habe ich noch viele aus dem letztjährigen Event gekriegt. Ich weiß nicht, ob ich den Reaper von diesem Jahr habe oder ob ich noch den aus dem letzten Jahr gekriegt habe. Ich habe auf jeden Fall wenig. Den wollen wir gerne abschießen, genau. Ich hatte wenig Skins letztes Jahr. So dass ich dieses Jahr auch viele vom letzten Jahr gekriegt habe. Dadurch, dass es ja nicht mehr dieselben sind. Was ja nicht schlimm ist, weil ich meine, es sind Legendary Skins. Von daher ist es ja eigentlich völlig egal, ob die jetzt neu, alt oder gebraucht sind. So, von daher ist das okay. Aber ich möchte mir die gerne noch holen. Den Torbjörn-Skin auf jeden Fall. Und den Symmetra-Skin. Und sollte ich die nicht bekommen, aus den Lootboxen, die ich dann nochmal hier bekommen werde im Laufe dieses Events. Ich werde mir auf jeden Fall keine Lootboxen mehr kaufen. Das habe ich jetzt, wie gesagt, einmal getan. Und da fing es dann schon an, dass ich Duplikate gekriegt habe. So. Das werde ich nicht tun. Und dann werde ich hoffen, dass ich die mir kaufen kann. Wenn's klappt. So, gucken wir mal. Und sonst kaufe ich mir die, wie gesagt. Also nicht die Lootboxen, sondern die Skins. Weil die Skins möchte ich schon gerne haben. Besonders der Torbjörn-Skin. Und eigentlich auch die Symmetra-Skin. Das sind auf jeden Fall meine 2 Highlights dieses Mal. Was eure Highlights sind, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich mal brennend interessieren, was ihr gerne für Skins haben würdet aus diesem Event. Ich finde aber mittlerweile, was das ganze Skins-Event-Kram angeht, es gibt so viele coole Skins in jedem Event, die alle nicht bekommen kann. Oh, das war gut. Ich brauche hier noch das Achievement für das Spielen auf Hard ohne Tür kaputt. Und ob mir das dieses Mal gelingt, mit euch zusammen. Das hoffe ich natürlich. Aber das bleibt natürlich abzuwarten. Bis jetzt war es nämlich immer so, dass wir gerade bei der letzten Welle, dass immer ein Junkenstein Rad durchgekommen ist. Das ist natürlich blöd. Ich hoffe nicht, dass er jetzt durch ist, ne? Ana hat es geschafft. Als nächstes müsste das Monster kommen. Müsste auch jetzt demnächst kommen, tatsächlich. Man kann die mittlerweile auch Fotobomben. Das ging letztes Jahr nicht. Da hat Overwatch tatsächlich auch auf ihrer Twitter-Seite einen Contest gestartet, quasi. Mit den besten Fotobombs. Wir brauchen auf jeden Fall einen, der sich um das Monster kümmert. Wir müssen schnell unsere Ulti raushauen hier.
Brr. Das war zu krass. Ist ein bisschen leise bei mir auf den Ohren. Ich hoffe, bei euch ist es nicht zu laut. Arbeite ja noch dran. An dem Ton für mich und für euch. Aber ja, das macht dann, das ist dann halt das Event. Das habt ihr ja letztes Jahr auch schon gesehen. Wir werden Fotobomben. Schade, man sieht mich nicht. Es wäre schön gewesen. Es wäre wirklich schön gewesen. Okay. Das ist uncool, das Summoner, das ist jetzt auch neu. Symmetra. Gab es letztes Jahr auch nicht als, als Gegner hier. Okay, gut, die Tür wurde eh explodiert. Schade eigentlich, dass man da, dass man es nicht geschafft hat, die Tür zu verteidigen. Das wäre echt schön gewesen. Ah, die kriegt halt so viel Damage von so einem Reifen. Naja, da kann man sich wieder verabschieden von dem Achievement, dann ist mir das im Prinzip ja auch egal. Hauptsache, wir gewinnen. Für die Lootboxen noch. Ich müsste nach der Runde auch noch eine Lootbox kriegen fürs Level Up. Da ist er. Haben die immer noch ihren Schild-Generator? Der Gunslinger. Reaper ist wieder da. Ist irgendwie zum zweiten Mal da. So, Reaper ist down. Und nur noch eine Minute. Das heißt, es kommt auch demnächst. Es kommt demnächst auch noch Mercy. Müsste tatsächlich ganz zum Schluss kommen. Und alle einmal wiederholen. Ja, ja. You will all regret the day you laughed at James, Dr. James Junkenstein oder so. Das durfte ich jetzt einzusetzen. Aber gut. Das war ein Panic-Click. Eine Chance kriege ich die nochmal aufgeladen. Aber Mercy will jetzt kommen. Hier drüben. Ah, man sieht mich im Hintergrund. Jetzt müssen wir die Mercy killen. Ach nee, Symmetra kommt gar nicht wieder. Sondern nur das Monster. Das war's. Naja, war nicht unsere beste Leistung. Aber es war okay. Oh, und Highlight des Spiels. Das kriegt man sehr häufig als Soldier, aber auch als McCree. Da räumen wir hier auf, räumen wir da drin nochmal auf. Da haben wir da schön aufgeräumt. Die Ana hat's verdient, weil ist ja Highlight. Wir haben immerhin 4 Sterne gekriegt. Weil wir es ganz geschafft haben. Jetzt hat die Ana nichts gekriegt, das ist ja... Das ist ja gemein für sie. So, da haben wir keine Lootbox gekriegt, aber hier haben wir eine Lootbox. Und jetzt lasst uns zusammen hoffen, dass wir Symmetra oder Torbjörn kriegen.
Ja, Reaper ist auch nicht schlecht. Den nimmt man auch gerne mit. Hier den Bastion Skin, Bastion Spray hier oben. Children behave. Children behave. Und der Reaper Skin. Der Dracula Reaper Skin. Mensch, da kann man sich auch mal ruhig ein Legendary gönnen, ne? Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal bei Overwatch. Haut erstmal rein.